Einen wunderschönen guten Morgen. Seit Ewigkeiten will ich mal wieder über Screeps sprechen und deswegen mache ich jetzt dieses Video. Also, Screeps ist ein Massive Multiplayer Strategiespiel, bei dem 24/7 gekämpft wird. Also, das Spiel läuft weiter, ob du da bist oder nicht. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn nicht du spielst das Spiel, sondern dein Bot spielt das Spiel für dich. Und das Spiel ist eigentlich, diesen Bot zu programmieren. Und der wiederum dann für dich das Spiel spielt. Und da gibt es ganz viele Mechaniken drin, die man auch optimieren kann, die man besser werden lassen kann. Und das Ganze ist in JavaScript geschrieben, also man muss programmieren können, um dieses Spiel spielen zu können. Man muss es nicht gut können, weil man muss programmieren, die Basics verstehen. Dieses Spiel ist nicht dazu gedacht, jemandem Programmieren beizubringen. Dieses Spiel ist dazu gedacht, dass wenn man programmieren kann, man eine Herausforderung hat, seine Fähigkeiten mit anderen Programmierern zu messen und dabei eben nicht nur programmiertechnisch zu denken, sondern eben auch strategisch zu denken. Und nur um einen Einblick in diese Tiefe zu geben, reiße ich jetzt mal ganz kurz an, was es in diesem Spiel alles gibt. Ich habe mir hier einen ausgebauten Raum gesucht und das bin nicht ich. Das ist ein zufälliger Spieler auf der Karte, den ich ausgewählt habe. Und der hat jetzt hier seine Karte. Das ist ein Raum. Stellt euch vor, wir schauen auf diesen Raum von oben, wie es bei Strategiespielen üblich ist, aus der Vogelperspektive. Dann hat er hier so Mauern drumherum gebaut. Das sind diese kleinen Dinge. Dann hat er Ramparts, heißen die, gebaut. Die funktionieren wie Mauern. Mit dem Unterschied, dass eben seine eigenen Einheiten durchlaufen können. Dann hat er natürlich auch Einheiten. Jetzt hier eben zum Beispiel eine Einheit mit dem Namen Raforta 8D3837. Ist ein Programmierername, das ist halt, ja, generiert. Und diese Einheit, die besteht aus Bauteilen, eben aus ein paar Arbeitsbauteilen, ein paar Carry-Bauteilen, also kann was tragen, und ein paar Bewegungsbauteilen kann sich also bewegen. Und das ist jetzt eine Einheit, ein Creep. Das hier ist auch ein Creep. Der hat keine Arbeitsteile, also keine gelben Teile. Der hat nur Carry-Teile und Move-Teile. Das ist also ein Transporter. Heißt auch Schleppe. Ach, D3. Kann also sein, dass das sogar ein deutscher Programmierer ist, wenn der seine Einheit hier Schlepper nennt. Der Gedanke dabei ist, dass diese Einheiten spezialisiert sind. Aber es ist eben nicht wie bei einem StarCraft oder einem WarCraft, dass man eben nur einen Marine und einen Siege Tank oder einen Schwertkämpfer, einen Ritter und einen Bogenschützen zur Verfügung hat, sondern man muss seine Einheiten selbst zusammenstellen aus diesen Bauteilen. Und man muss selber entscheiden, oder der Code muss, man muss dem Code beibringen, zu entscheiden, was für Einheiten wann gebaut werden, damit die eben den richtigen Kram machen. Und das ist eine super Herausforderung. Jetzt haben wir nur mit den Einheiten angefangen. Dann gibt es eben Türme, die in den gesamten Raum lasern können, also auf Distanz Schaden machen können. Je näher man an den Turm rankommt, desto mehr Schaden macht der. Aber also deswegen ist die strategische Platzierung wichtig. Aber die können natürlich auch zerstört werden, wenn man die richtigen Einheiten mit genügend Heilern reinrennt und versucht den kaputt. Woher kommen die Einheiten? Die Einheiten kommen aus dem Spawn. Und der wird mit Energie versorgt. Energie ist eine der vielen Ressourcen, die es im Spiel gibt. Das ist eigentlich die wichtigste Ressource für jetzt Neulinge. Und kann dann eben neue Einheiten bauen. Dieser Spawn hier oben baut zum Beispiel gerade eine Einheit, nämlich ein Horaror. Das sind 2, 4, 5, 6 Carry-Einheiten und 3 Move-Einheiten. Witzig dabei ist übrigens auch die Reihenfolge. In welcher Reihenfolge man diese Einheiten, also diese Bodyparts platziert, hat eine Auswirkung. Nämlich, wenn jetzt im Kampf diese Einheit angegriffen wird, dann verliert die zuerst ihre Workparts. Wenn alle Workparts weg sind, dann kann er zum Beispiel nicht mehr reparieren. Wenn jetzt aber alle Carry-Parts weg wären, dann könnte er nichts mehr transportieren. Und wenn alle Move-Parts weg wären oder die Hälfte der Move-Parts weggeschossen sind, dann bewegt sich die Einheit langsamer. Deswegen sind die Move-Parts normalerweise hinten. Und die Workparts vorne, weil die, so blöd das klingt, ersetzbar sind. Wenn ich meine Carry-Parts verliere, dann sind meine
Workparts auch wertlos, aber das, was ich transportiert habe, ist auch weg. Also ist der Schaden größer, wenn ich Carry-Parts verliere, als wenn ich Workparts verliere. Und solche strategischen Gedanken kann man in diesem Spiel bauen und bilden. Und das ist für mich so faszinierend. Klasse. Jetzt habe ich nur über Early-Game-Sachen gesprochen. Also einen Spawn kann ich von Anfang an bauen, einen Tower, dafür brauche ich das Room-Control-Level auf 3, das ist nicht so viel. Ramparts und Mauern kann ich relativ früh bauen, das ist alles easy. Aber später raus kann ich eben Labore bauen. Labore können dann Mineralien zusammenwerfen und Boosts erzeugen, mit denen ich meine Creeps noch besser werden lassen kann. Eben ein Work-Body-Part, das geboostet ist, mehr baut, mehr repariert, dabei gleich viel Energie verbraucht, also effizienter wird und. Da gibt es dann ganz viele Boosts, gehen wir irgendwann mal drauf ein. Aber nur so als, da gibt es dann was langfristig Tiefe gibt. Um dem Ganzen noch was draufzusetzen, gibt es noch eine Ressource, die heißt Power. Dafür gibt es dann eben den Power-Spawn, wo ich die Power im Account registrieren kann, also aus dem Spiel entfernen kann, um sie meinem Account wirklich zu verbinden. Das kann mir auch niemand mehr wegnehmen. Damit ich dann eben einen Power-Creep bauen kann, der größer ist, der spezielle Fähigkeiten hat, der für ganz viel neue Optimierungen sorgen kann, der dafür sorgen kann, dass ich mehr Energie abbauen kann, dass meine Türme mehr Schaden machen und. Also ganz, ganz viele Sachen. Und ich sehe gerade, hier kommen gerade Kampfeinheiten rein, von demselben Spieler. Deswegen laufen die hier durch die Carry-Part. Hier sind rot, ist eine Nahkampfeinheit. Hier ist ein bewaffneter Heiler, wobei das eher ein Schütze mit einem Mini-Pack ist. Und hinten dran ist noch ein kompletter Heiler. Ist, ob das jetzt eine Patrouille ist oder was sie machen, können wir beobachten. Aber so sehen Kampfeinheiten aus, wollte ich nur gerade sagen. So. Jetzt habe ich vorhin was erwähnt, das Room Control Level. Wenn ich irgendwo spawne, kann ich natürlich nicht instant so eine riesen Base hinstellen. Ich muss erstmal mich befestigen und stabilisieren und so. Und da gibt es hier diesen Room Controller, der muss mit Energie versorgt werden und wenn da genügend Energie drin ist, dann levelt der hoch und je höher der levelt, desto mehr kann ich bauen. Also auf Level 1 kann ich eben einen Spawn bauen, auf Level 3 kommt ein Tower dazu, auf Level 8 kann ich dann insgesamt 6 Tower haben und so weiter. Also da gibt es eine Tabelle. Der große Punkt ist, man muss das Ding upgraden, damit man neue Gebäude hinstellen kann, die einem helfen. So viel zu der Übersicht, was das Spiel macht, worum es in dem Spiel geht. Jetzt mal, wie sieht das Tutorial aus? Wir gehen jetzt einfach mal hier rüber und schauen uns das Tutorial an. Hier drüben Tutorial, Game UI and Basic Scripting. Und nur so als Hintergrund, das Spiel ist kaufen, also man kann das kaufen. Wenn man es gekauft hat, kann man mit 10 CPU, also mit relativ wenig CPU-Leistung, sein Leben lang spielen. Man kann eine Subscription abschließen, um dieses CPU-Limit zu erhöhen. Dann hat man gerade am Anfang ein bisschen CPU und je mehr Energie man in einen Room-Controller schmeißt, diese Energie wird auch im Account registriert und wenn ich dann eben meinen Account hochlevele, kriege ich mehr CPU, weil ich ja auch mehr Räume haben kann und mehr Berechnung ist. Generell geht es darum, möglichst viele Aktionen in möglichst wenig CPU zu quetschen, also möglichst effizient zu programmieren und nicht einfach nur Brute Force draufzuwerfen. Denn wenn ich mit meiner CPU einen Raum versorgen kann, dann habe ich halt eine Kampfkraft, und also eine bestimmte Kampfkraft. Und wenn ich aber mit einem mit derselben CPU zwei Räume bewirtschaften kann, dann habe ich die doppelte Kampfkraft. Kann ich mich also gegen meine Feinde besser wehren und so weiter. Also dieses CPU-Krams ist was. Aber jetzt zum Tutorial. Also, dann gehen wir hier mal rein. Das sind jetzt so diese klassischen Hints, dass man hier das Tutorial wieder neu starten kann und so weiter. Genau, das ist ein Raum und hier ist der erste Spawn. Das ist ein spezieller Raum, das ist ein Übungsraum, deswegen hat er mehr Sources.
und ein bisschen Komplexität mit drin, die man manchmal vielleicht nicht hat. Aber es ist halt dafür da, damit geübt werden kann. Ja. Hier gibt es unten drei Bereiche. Es gibt ein Skript, da sehe ich meinen Code. Der ist jetzt leer, weil ich habe das Tutorial gerade erst gestartet. Es gibt die Konsole und es gibt den Speicher. Und in der Konsole kann ich Befehle eintippen. Also ich könnte jetzt sowas sagen wie creep.suicide. So, dann würde sich irgendein Creep gerade umbringen. Problem ist, Creep ist nicht definiert, gibt's nicht, also ist da nichts passiert. Deswegen suchen wir jetzt mal den richtigen Code. Und zwar sagen wir unserem Spawn, der heißt Spawn 1, dass er einen Creep erzeugen soll, der eben ein Arbeiter, ein Trage- und ein Bewegungsmodul hat. Und wir nennen den Harvester ein. Der Befehl, den kopiere ich jetzt einfach rüber. Da gehe ich jetzt auch nochmal ganz kurz ein. Das ist vielleicht ein bisschen klein gerade. So kann man das auch besser sehen. Game spawns. Also Game ist ein globales Objekt. Das ist immer zur Verfügung. Das ist das Interface zum Spiel. Da drin gibt es ein paar Arrays. Zum Beispiel ein Array, in dem alle meine Spawns drinstehen. Ich habe ein bisschen gelogen. Es ist ein Assoziativ-Array. Also es ist kein echtes Array. Es ist ein Hash. Aber nagelt mich nicht auf Wörter fest, bitte. Das ist einfach nur ein Array, wo Dinge nicht mit 0, 1, 2, 3 referenziert werden, sondern mit einem Namen referenziert werden. Also eigentlich ist es Wording. Hier kann ich eben sagen, Spawn 1, das ist ein Name, deswegen kommt das auch in Apostrophen, also in Redezeichen. Da drin ist ein Objekt, nämlich das Spawn-Objekt, also das Gebäude. Und dem übergebe ich einen Befehl, Spawn Creep. Und dieser Befehl erwartet die Konfiguration. Da werfe ich jetzt einfach einen Array rein mit den Konstanten, die sind definiert als Work, Carry, Move, um eben einen Creep in der Reihenfolge zu bauen, also mit den Modulen reinzubauen. Es gibt auch Attack und so weiter, gibt es dann alles in der Doku. Jetzt gerade, das nur Work, Carry, Move. Und das ganze Ding nennen wir Harvester 1, damit wir das Ganze wieder einen Namen haben, wieder mit dem Ruf drin. Und das Ding kopiere ich jetzt, schmeiße ich hier in die Konsole. Und dann kommt ein 0 zurück. 0 ist normalerweise ein, jupp, ist erfolgreich. Und wir sehen jetzt hier auch gerade, der Spawn arbeitet. Und da kommt eine Einheit raus. Jetzt haben wir einen Creep mit dem Namen Harvester 1, den wir kontrollieren können. Und um den anzuschauen, können wir den hier anklicken. Und sehen eben, dass er eben ein Work-Part, ein Carry-Part und ein Move-Part hat. Und auf die Art und Weise haben wir jetzt gerade einen Creep erzeugt. Jetzt geht es darum, dass wir den mal arbeiten lassen, indem wir Energie abbauen lassen. Dafür brauchen wir eben einen Creep mit einem Work-Part, damit er abbauen kann, und einen Carry-Part, damit die Energie nicht auf den Boden fällt und dann über Zeit verschwindet. Sozusagen eingelagert wird. Dazu müssen wir den irgendwie darüber bringen und abbauen lassen. Das Problem ist, wenn ich jetzt hergehe und sage zum Beispiel Game Creeps Harvester 1.move top, dann geht er ein. Harvester ist groß geschrieben. Dann kann ich den dann schon irgendwie dahin bringen, aber dann muss ich jetzt halt sagen, beweg dich mal in die Richtung, und das ist ja sehr, sehr manuell, und das wollen wir ja irgendwie automatisieren. Das bringt ja so nichts. Damit wir das automatisieren können, gibt es eben das Script. Und da drin gibt es eine Funktion, die jeden Tick aufgerufen wird. Muss ich wieder ein bisschen was erklären. Also, das Spiel denkt in Ticks. Ein Tick ist so 3 Sekunden lang, und in diesem Tick werden alle Skripte von allen Spielern parallel durchberechnet, und die legen die Befehle in eine Queue, also in eine Warteschlange, und dann werden die abgearbeitet nacheinander, und
Wenn all das passiert ist, bewegt sich alles um einen Tick und das Gesamte fängt wieder vorwärts, fängt wieder von vorne an. Bei einem Tick alle 3 Sekunden und 86.400 Sekunden pro Tag könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Ticks das sind. Das von Hand zu spielen, manuell zu spielen, das ist einfach nicht machbar. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Deswegen sagt man Code, der jeden Tick durchgelaufen wird und der gibt dann die Befehle weiter an die Creeps und deswegen kopiere ich mir jetzt hier einfach einen Code. Passt das hier rein. Gehen wir den Code rüber. Also Modul, Exports, Loop, das ist das, was wir exportieren, was immer wieder geloopt wird, was pro Tick einmal aufgerufen wird. Das ist eine Funktion. In dieser Funktion passiert, dass wir uns einen Creep aussuchen, nämlich über das Interface Game Creeps Harvester 1, das ist der, den wir da haben. Und dann suchen wir uns in dem Raum, in dem dieser Creep ist, also creep.room, find, suchen wir was, nämlich Sources. Dann haben wir eben eine Liste von Sources. Und dann sagen wir halt, lieber Creep, harveste den nochmal, und zwar die erste Source, die da so drin ist. Und wenn das eine Fehlermeldung schmeißt, nämlich dass du nicht in Reichweite bist, dann lauf da doch mal hin. Und wenn ich das speichere, läuft er los und fängt an zu harvesten. Und in so einem Source sind übrigens 3000 Energie drin, die sich alle 300 Ticks regeneriert. Also kann ich sozusagen 10 Energie pro Tick rausziehen. Ich ziehe jetzt gerade 2 Energie pro Tick raus, denn mein Harvester hat nur einen Bodypart und ich bekomme 2 Energie pro Bodypart, wenn er jetzt 2 Bodyparts hält. Und so weiter und so weiter und so weiter. Schauen wir mal, wie das Tutorial weitergeht. So, wenn jetzt der voll ist, dann würde er jetzt immer noch weiter harvesten und die Energie auf den Boden schmeißen. Jetzt sehen wir hier, dass da so eine Resource auffällt. Und die steigt aber jetzt nur noch um 1 pro Tick, denn der legt zwar 2 drauf, aber gleichzeitig die Kate eine Energie auf den Boden. Und zwar eine Energie pro 1000 in Sachen, die da rumliegen. Also wenn da jetzt zum Beispiel 1200 Energie rumliegen würden, dann würden 2 decayen, 2 dazukommen und es würde sich die Waage halten. Jetzt müssen wir ihm also beibringen, dass wenn er voll ist, er zurücklaufen soll. Und da gibt es dann hier diesen Code, oder? Von dem hier, den kopieren wir uns einfach wieder. Und gehen wieder drüber, wir holen uns den Harvester. Und jetzt sagen wir halt, lieber Creep, du hast eine Storage. Im Storage, also im Punkt Store. Wie viel freie Kapazität hast du denn? Wenn das größer ist als 0, also du nicht voll bist, dann hol dir doch mal die Sourcen. Wenn du die Source hast, harveste sie. Und wenn die nicht in Reichweite ist, geh hin. Code kennen wir schon. Andernfalls hier zum, also transferiere zum Spawn die Energie. Und wenn das wieder nicht in Reichweite ist, dann geh doch bitte dahin. Das heißt, wir machen wieder ein Häkchen drin und er läuft jetzt los. Und er läuft jetzt einen Ticken langsamer als hin, weil dadurch, dass er Energie voll ist, sind die Carry Parts doppelt so schwer. Und weil die Carry Parts doppelt so schwer sind, bewegt er sich langsamer. Also eigentlich ist die Mechanik so. Ein Creep erzeugt basierend auf seinem Körper Ermüdung, wenn er sich bewegt. Und Move Parts reduzieren diese Ermüdung. Und wenn keine Ermüdung mehr da ist, kann der sich wieder bewegen. Und ein Carry Part, das leer ist, erzeugt weniger Ermüdung als ein Carry Part, das voll ist. Und deswegen bewegt er sich leer schneller hin als voll wieder zurück. Aber immer schon sehr, sehr in den Details. Wir spawnen jetzt nochmal einen zweiten Harvester, sagt uns das Tutorial. Also gehe ich in die Konsole, schmeiße den Befehl rein und dann baut er hier schon einen neuen Harvester. Jetzt haben wir gleich 2 Harvester. Müssen wir aufpassen, die Namen müssen unique sein, also Harvester 1 und Harvester 2. Und jetzt werden wir unseren Code ein bisschen erweitern. Und zwar um eine Funktion, dass wir jetzt nicht mehr sagen, du lieber Harvester 1, mach mal Dinge, sondern dass wir sagen, hey, also in
diesem Game Creeps, in diesem Array. Gib mir mal da einen Namen. Dann gibt ihr mir den ersten Namen. Dann definiere ich, hey, hier ist ein Creep. Der Creep soll was machen, nämlich das, was wir vorhin schon haben. Und am Ende, weil das eine Vorschleife ist, gehen wir wieder an Anfang und sage, hey, gib mir doch mal den nächsten Namen. Und wenn ich das speichere, müssten beide loslaufen und loslaufen und Dinge tun. Sieht man auch besser, dass der sich hier langsam bewegt und er sich schnell. Kleines Detail am Rande, das Pathfinding ist immer mit ihm als Hindernis. Also wenn er hier einen Path sucht, dann läuft er um ihn herum. Zum Zeitpunkt der Path-Erzeugung. Wenn die sich dann bewegen, kann es dann Kollisionen geben. Die können auch die Plätze tauschen, können sich auch gegenseitig blockieren. Da gibt es verschiedenste Probleme, die man lösen muss, wenn man ein gescheites Pathfinding hat. So, nein, lässt sich das jetzt gerade sagen. So, jetzt aber das Tutorial. Ich möchte uns jetzt beibringen, dass wir das Ganze auch auslagern können, denn den gesamten Code in eine einzige Datei zu schmeißen, ist sehr, sehr unübersichtlich. Deswegen macht man sich jetzt einfach hier so eine Role Harvester, eine neue Datei. Eine Datei hat immer einen Modul Export und das, was exportiert wird, ist im Endeffekt der Code, der dann woanders zur Verfügung stehen soll. Das heißt, wir haben jetzt hier einfach mal den Role Harvester, den definieren wir, wenn da ist eine Funktion drin, dieser Laufen. Und da ist im Endeffekt nur der Code drin, den wir hier gerade über unsere Harvester laufen lassen. Also wenn ich das wegspeichere, geht das Tutorial weiter. Denn jetzt wird im der Main der Code ein bisschen simpler. Wir importieren den Harvester und loopen einfach drüber und sagen, hey, für jeden Creep, gib mir den Creep und dann lass er mal den Harvester drüber laufen. Und am Ende des Tages macht der Code jetzt genau das gleiche wie vorher, nur es ist ein bisschen strukturierter. Und später können wir halt sowas machen wie, hey, wenn dein Creep-Name übrigens nicht Harvester ist, sondern Kämpfer, dann nimm doch nicht den Harvester-Code, sondern den Kämpfer-Code. Und auf die Art und Weise kann man da einsetzen. Ich mache jetzt an dieser Stelle erstmal einen Cut, denn das ist schon wieder lang genug, ist detailliert genug. Soll euch einen Überblick über Creeps geben. Wenn ihr Fragen habt, ab runter in die Kommentare. Ich bin montags, mittwochs und donnerstags beim Factorio streamen. Sonntags bin ich auch online mit einem anderen Spiel. Das ist immer so ein bisschen Variety. Und ihr könnt gerne jederzeit vorbeikommen und Fragen reinhauen oder runter in die Kommentare stellen. Ich persönlich finde das Spiel super witzig, denn man kann sich morgens einloggen, schauen, hey, das macht mein Ameisenstart und dann wieder rausgehen. Und man weiß einfach, das Spiel geht weiter. Zwischen euch gibt man eine E-Mail. Ach, übrigens, du wirst angegriffen. Dann gucken wir rein, ob die automatisierte Verteidigung funktioniert. Und es ist ein super Spiel zum im Hintergrund laufen lassen, zum Programmieren üben und so weiter. Also Creeps gefällt mir echt gut. Und in diesem Sinne wird es da sicherlich noch ein paar mehr Videos geben. Das Tutorial machen wir auf jeden Fall durch. Und es ist ein Spiel, das ich auch einfach mal wieder spielen möchte, zum Laufen kriegen möchte. Weil ich bin da irgendwann mal vor einem halben Jahr platt gemacht worden. Und jetzt müsste ich meinen Bot wieder konfigurieren und eigentlich ist mein Bot auch gar nicht so cool. Den könnte man mal wegschmeißen und neu schreiben. Aber das ist halt Zeit und zu viele Spiele. Aber bevor ich jetzt zu sehr ins Schwafeln komme, ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt die Zeit. Wir sehen uns.